Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar ATAS Einführung und Helpdesk. Natürlich mit Michael Burgstaller. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie auch ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Abend zum Webinar begrüßen. Ich bin gespannt, was der Michael mitgebracht hat und natürlich auch auf die Fragen, die Sie mitgebracht haben, denn darum soll es eigentlich hauptsächlich gehen. Stellen Sie Ihre Fragen rein, dafür sind wir hier. Und hoffentlich kriegen wir da auch jede Frage beantwortet. Aber ich bin da guter Dinge, dass der Michael das hinkriegt. Von daher will ich gar nicht lange drum rumreden, sondern direkt zum Risikohinweis springen. Denn das ganze Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Das ist ganz wichtig von unserer Seite zu sagen. Bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Denn am Ende ist es immer Ihre eigene Entscheidung, die getroffen werden muss. Ja? So, Michael, das war's von meiner Seite. Wenn du bereit bist, würde ich dir den Bildschirm geben. Super. Alles klar, Sekunde, zack, zack, zack. Moment. So, das müsste hinhauen im Normalfall. Ich sehe deinen Bildschirmhintergrund. Das ist gut, das ist gut. Okay, ja, dann starten wir mal los, oder? Dann sage ich auch mal Hallo von meiner Seite und liebe Grüße aus Österreich, wie immer. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wie bei dem kalten Wetter ein kleines Webinar zu machen. Wir machen das heute ein bisschen anders wie sonst. Wir werden ein wenig die Einführung wiederholen, weil es sind sehr viele neue Leute dabei. Dann habe ich ein paar Fragen, die ich gestellt bekommen habe, mitgebracht. Die werden wir zusammen beantworten. Und ich hoffe von eurer Seite auf Unterstützung, dass auch jede Menge Fragen kommen und schauen wir, dass ich es bestmöglichst beantworten kann. Ja. Ich werde heute mit der Alpha-Version von ATAS arbeiten. Das wird ein bisschen anders ausschauen. Und da wird es ein paar Sachen geben, die neu sind für euch. Das werde ich dann später erzählen. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem ersten Teil, also die Einführung, sprich für die neuen ein kurzes Drüberfliegen über die Funktionen, genauere Erläuterungen zu den ganzen Modulen und zu den ganzen Tools findet ihr auf dem YouTube-Channel von FX Flat. Da könnt ihr euch jedes Webinar dann immer noch einmal anschauen. Ja. Sollten nach dem Webinar noch Fragen auftauchen, wenn euch irgendwas einfällt später oder sonst was, wie gesagt, der Support von unserer Seite ist da und ich bin persönlich auch für euch da. Dann starten wir mal los. Nach dem Herunterladen von der Software, ja, und der Installation, die ist selbsterklärend. Das ist eine Standardinstallation. Da sucht man sich den Ordner aus, drückt OK, dann ist ATAS installiert. Kommt als erstes beim Ausführen des Programmes diese Maske. Kurze Frage an euch: Seht ihr den richtigen Bildschirm? Habt ihr die Login-Maske vor euch? Das klingt gut. In dieser Login-Maske gebt ihr im Prinzip den Benutzername und das Passwort ein. Ja, dann habt ihr die Möglichkeit, den Server zu wählen. Der ist standardmäßig auf Auto und das soll auch so bleiben, außer es gibt Probleme. Die Serverauswahl, die Sie hier findet, das ist ausschließlich, hat das mit der Historie zu tun. Ja, beim Arbeiten mit ATAS wird die Historie von unserem Server bereitgestellt und auch geladen. Soll es irgendwo Probleme geben mit Historie, wenn das auf Auto steht, einfach auf einen anderen Server wechseln. Sollte im Normalfall nicht vorkommen. Ja, die vierte Eingabemöglichkeit hier ist eben, wenn ihr länger mit ATAS arbeitet und ihr habt eure eigenen Workspaces erstellt und eure Schablonen, dann könnt ihr diese gleich beim Start wählen. Ja, und jetzt kommt was neu ist für bestehende ATAS-Kunden. Das habt ihr mittlerweile auch schon drin. Ihr könnt hier rechts unten wählen, ob ihr die Beta-Version, die Latest oder die Stable-Version laden möchtet. Ja, das heißt, ihr könnt direkt ins Beta-Programm springen, könnt aber zurück zur letzten stabilen Version. Für das normale Arbeiten empfiehlt sich natürlich die stabile Version. Ja, die sind am befreitesten von Bugs und von Problemen. Wenn man sich manche Features in der Beta-Version anschauen möchte, muss man damit rechnen, dass es unter Umständen hier und da noch Bugs gibt. Das ist wichtig. Also standardmäßig stable, dann fragt er dich, ob man die Version switchen möchte. Ja,
Und er sagt auch, was in dieser Version los ist. Also ob es Bugs gibt oder ob es sonst irgendwas gibt. Also hier kann dann jeder wirklich ein bisschen in den Prozess reinschauen und teilnehmen. Remember ist selbsterklärend, das heißt, die Zugangsdaten werden gespeichert und man braucht nicht immer wieder beim Öffnen von Atlas sich die Zugangsdaten reintippen. Ja. Und Atlas informiert euch hier auch, ob die letzte Version installiert ist. Das heißt, wenn es ein Update gibt, dann steht hier Update verfügbar und das kann man dann installieren. Man kann hier auch mit der rechten Maustaste die Überprüfung der Updates nochmal anstoßen. Ja, jetzt schaut auf den Server, gibt es ein Update? Nein, letzte Version installiert. Ja. Vor zwei Versionen hinzugekommen ist auch dieses Achtungssymbol, das hier gelb blinkt. Ja, das heißt, ihr habt verschiedene Workspaces. Der eine hat 5 Fenster, der andere hat 50 Fenster. Beim einen hat man nur 2 Tage Historie gewählt, beim anderen Template von mir aus 300 Tage. Dieses Symbol informiert euch quasi, dass das ein Heavy Load Workspace ist. Sprich, in dem Workspace ist sehr viel drinne. Das heißt, der Computer könnte sich schwer tun mit diesem Workspace. Mit einem Klick auf diesem Symbol kann man dann, bevor man den Workspace lädt, Elemente, Charts und Historie nochmal verändern. Ja. Beispiel, ein Kunde hat einen sehr schwachen Laptop, möchte trotzdem Atlas nutzen, ja, und gibt dann mal im 5-Minuten-Chart 2000 Tage Historie ein. Dann wartet er 10 Minuten, bis das runtergeladen ist und möchte eigentlich nicht immer wieder, wenn er das gespeichert hat und lädt, möchte nicht immer so lange warten und in Wirklichkeit braucht er die 2000 Tage auch nicht. Ja. Dann kann er das hier im Endeffekt vor dem Start nochmal editieren und sagen, die 2000 Tage, mach mir bitte 10 draus, ja. Und dann kann er seinen Workspace wieder ohne Probleme laden. Ja. Also das ist im Prinzip nur für euch, dass ihr Bescheid wisst, gibt es Probleme, könnten Probleme auftauchen. Ja. Das wäre es zu diesem Part. Nach dem erfolgreichen Anmelden kommt in Wirklichkeit schon das Atlas Hauptmenü. Das Atlas Hauptmenü ist quasi die Zentrale von dem ganzen Programm. Aus diesem Hauptmenü startet ihr sämtliche Module und Einstellungen, die ihr braucht. Also alles, was eingestellt werden muss, findet ihr hier und alles, was man öffnen kann, findet man hier. Ja, und ich gehe das ganz schnell durch. Ihr kennt das, nur dass eben die Neuen auf die Schnelle wissen, grob, wo was ist und wie das ausschaut. Ja, also mit dem Chart-Symbol, einen Klick auf das Chart-Symbol öffnet den Instrumentenmanager. Das sind hier zuerst Favoriten und alle Instrumente. Bei mir sind die Favoriten natürlich schon gefüllt. Ja, ihr könnt in Wirklichkeit im Instrumentenmanager nach Futures und Symbolen suchen. Ja, die ihr eben handeln möchtet. Und jetzt möchten wir zum Beispiel den FDAX in die Favoritenliste schmeißen. Dann verseht man das einfach mit einem Sternchen und sobald hier das Sternchen gedrückt ist, hat man eben das Symbol in den Favoriten. Ihr könnt im Instrumentenmanager eben wählen, ob ihr den Continuous-Kontrakt, das heißt alle Kontrakte aneinandergereiht, öffnen möchtet oder eben den Einzelkontrakt. Je nach Typus und je nach Anforderung ist es eben manchmal gescheiter, den Continuous-Kontakt zu laden für sämtliche Backtesting-Geschichten, für Analysen und so weiter und für den Handel eben im aktuellen Kontrakt. Ja. Das wäre es einmal zum Instrumentenmanager. Hat man sich dann eben das Instrument ausgesucht, dann macht man einen Doppelklick und der Chart öffnet sich. Ja. Das ist der Standard-Chart. Mit weißem Hintergrund, einem Volumenprofil, in Wirklichkeit ein Bid-Ask-Profil und rechts die Markttiefe. Und das ist eben standardmäßig, wenn man einen Chart öffnet. Man kann auch den standardmäßigen Chart sich editieren und sagen, okay, wenn ich einen neuen Chart aufmache, brauche ich das alles nicht. Ja. Das schmeiße ich alles raus und das ist dann mein Standardchart. Ganz kurz nur, das ist eben das Chart öffnen. Ja. Hat man sich dann später Templates erstellt für die Charts, kann man die auch direkt aus der Liste dann öffnen. Das heißt, es ist der gleiche Vorgang wie das Chart öffnen, nur eben schon mit dem richtigen Template. Kann man sich auch mit Favoritenlisten dann erstellen. Das schauen wir uns dann kurz an.
Das nächste Symbol in dieser Liste ist die Watchlist. Das ist eine klassische Watchlist, wo man eben sämtliche Instrumente, die einen interessieren, reinhauen kann. Und die hat man dann eben im Überblick. Ja, die wird in Zukunft übrigens von uns erweitert. Da sind schon sehr gute Ideen, was man hier alles hinzufügen kann. Zum Beispiel Open-Close-Preis, Veränderungen, Prozent und so weiter und so fort. Das wird erweitert. Hier ist es eben so der Fall, die Watchlist ist auf 500 Instrumente limitiert, wird wahrscheinlich für die meisten reichen. Ja, eben klassische Watchlist. Der Smart Dome, auf diesen kommen wir dann später auch nochmal zu sprechen, ist eben der klassische Dome von Atas mit eben der Bid-Seite, der Ask-Seite, den Current Trades und dem Preis. Also ein klassischer Dome. Alles, was der Dome mehr kann und was er in Zukunft können wird, schauen wir uns den später an. So, das Smart Tape ist die Standard Times and Sales Liste von Atas. Ja, das ist eben standardmäßig, wenn man dieses Smart Tape aufmacht, hat man eigentlich mehr Informationen, wie man benötigt. Ja, man hat hier die Zeit, den Preis, wie viele Up- und Down-Ticks hintereinander stattgefunden haben, das Volumen, die Bid-Seite, Ask-Seite, die Sizes in Echtzeit, ja, den Average Price und Open Interest, wobei das Open Interest für uns, für die Eurex und für die CME irrelevant ist. Die russischen Future-Märkte haben das Open Interest in Echtzeit Intraday. Sehr gute Sache, ist leider nicht vorhanden bei der CME und nicht vorhanden bei der Eurex. Und da fängt es dann schon an. Also das ist im Prinzip, das kann sich so keiner, vor allem wenn man einen schnellen Markt hat, ansehen. Ja. Und von der Funktion her, ich kann hier mit der rechten Maustaste eben meine Spalten hinzufügen und löschen. Ja. Ich kann das Ganze einfrieren. Aber grundsätzlich, nachdem die Märkte immer schneller gehen, das geht vielleicht bei den Bondmärkten so noch, aber bei schnellen Märkten oder wenn man sich den F-DAX anschaut und so weiter und so fort, dann kann man mit dieser Informationsflut nur noch schwer was anfangen. Ja, sprich, man muss sich dann, Atas ist modular aufgebaut, man muss sich dann eben was basteln. Und so ein Ding wäre zum Beispiel diese Lösung. Ja, was habe ich hier gemacht? Ich habe in Wirklichkeit 3 Smart Tapes geöffnet. Immer mit dem gleichen Markt, also der S&P 500, 3-mal. Ja. Ich habe im unteren Smart Tape, sehe ich Ausführungen von 1 bis 10 Lots oder Kontrakten. In der mittleren sehe ich Ausführungen bis 50 und im großen Tape sehe ich dann Ausführungen ab 50, Ende nie. Ja. Das heißt ab 50 oben, die mittleren in der Mitte und die kleinen unten. Einstellen tut man das so. Eben in das Smart Tape gehen, dann hat man da die Settings und dann kann man sich erstens das farblich von der Größe her anpassen, wie man es möchte. Die Digitalstellen, also die Kommastellen sind irrelevant, die sind nur für Kryptomärkte relevant und hier hat man eben die Filter. Da kann man halt sagen, ich möchte in diesem Smart Tape von 0 bis 50, ja, Minimumvolumen 50, das heißt 50 und Maximumvolumen gibt es keines, das heißt alles 50 und größer ist in diesem Tape drinnen. Man kann sich hier auch noch Alarme setzen, wenn man möchte, und eben das Ganze als Template speichern. Mit dem kleinen Setup hier, jetzt haben wir eben 3 Smart Tapes in eins verschachtelt, sieht man eigentlich beim Hinschauen schon, obwohl weniger Informationen drauf ist, aber das Wichtigste ist eben oben, wer bewegt denn gerade den Preis? Ja. Wenn ich sage, wer bewegt denn gerade den Preis, dann mache ich da ganz kurz den Chart dazu, dann könnt ihr euch das live ein bisschen mit anschauen. Ich mache das weg, dass in Wirklichkeit nur das Relevante am Chart ist. So. Und voilà, jetzt schauen wir uns das ein bisschen mit an. Wenn wir uns das jetzt nebeneinander anschauen, hat man sehr gut im Blick, ohne dass man zu viel Informationen in den Kopf kriegt, wer den Markt bewegt. Sind es die Kleinen, sind es die Mittleren oder sind es die Großen oder ist es eine Kombination von vielen? Ja. Und das ist halt relativ interessant, je nach Trading-Ansatz und wie man es halt braucht, sind solche Sachen halt interessant. Es sind halt interessant, wenn man sieht, dass kleine Trader den Markt nach unten bewegen und die mittleren dann daherkommen und das ganze Ding nach oben reißen, zum Beispiel. Ja. Also so kann man zum Beispiel auch mit dem Smart Tape in einer Modifikation relativ gut arbeiten. Und Atlas ist eben so aufgebaut, dass es
wie soll ich denn sagen, Sandkistenprinzip, ja, also man kann sich da aus den Tools nochmal eigene Tools zusammenbauen und eben so zweckentfremden, dass es für einen passt. Ja. Also das zum Thema Smart Tape. Ich mache das mal zu. Das brauchen wir jetzt im Moment eh nicht mehr. Das nächste ist das Bit-Ask-Tape. Da sieht man halt die Änderungen am Bit und am Ask im Orderbuch und das Delta in Echtzeit. Wird immer weniger verwendet, weil es einfach immer, immer schneller wird, das Ganze. Ja. Hier hat man auch nur die Möglichkeit, das Ganze farblich ein bisschen zu verändern. Man kann sich das mittlerweile grafisch viel besser darstellen, als wie das da der Fall ist. Ja. All Prices ist eben die statistische, quasi die statistische und numerische Ausführung von allen Trades und allen Ticks, die eben im Instrument, in dem Fall S&P 500, vorgekommen sind. Hier hat man eben den Tag, den letzten Tag, die letzte Woche, den jetzigen Monat und so weiter und so fort. Und hier kann man sofort rauslesen, zum Beispiel 4.350 war das Maximalvolumen, 8.295 Trades, ja, Bid-Ask-Seite und Delta. Man kann sich das eben rausfischen und kann man dann auch ins Excel exportieren, um sich eben mit dem Ganzen mathematisch auseinanderzusetzen. Ja, diese Möglichkeit gibt es. Das war mal die erste Geschichte hier und dann geht es gleich weiter mit News und Alarmen. Bevor ich das angehe, schaue ich mal in die Frageliste rein, ob da was reingekommen ist. Gut. So. Hier ist eine Frage bezüglich der Performance, ob es zu Lasten der Performance gibt, wenn man mehrere Charts und mehrere Instrumente offen hat. Es ist in Wirklichkeit so, ein jedes Modul, ja, ein jeder Datenfeed, ein jedes Konto, ein jeder Indikator und auch ein jedes verschiedene Instrument geht immer und überall zu Lasten der Performance, weil irgendwer muss ja das berechnen. Ja. Und da kommt es halt ganz drauf an, was hat man für einen Rechner? Ja. Grundsätzlich. Natürlich, umso schneller und umso mehr Arbeitsspeicher, desto gut. Ja. Es kommt auch darauf an, wie viel Historie das man lädt. In Atlas ist es ja nicht nur so, dass man eben pro Kerze das High, das Low, Open und Close hat. Ja. In Atlas ist es ja auch immer so, dass man immer Zugriff auf alles hat. Das heißt, ich sehe ja hier in Wirklichkeit, was sich auf jeden Preis zu jeder Zeit mit welchen Delta und mit welchen Volumen bewegt hat. Ja, und diese ganze Datenflut ist natürlich im Hintergrund. Und umso mehr Historie, dass man eben lädt, umso mehr Daten werden in den Cache gespielt, ja, zur Bearbeitung und umso langsamer werden Systeme. Grundsätzlich merkt man das nicht, außer man übertreibt es. Ja. Also wenn man jetzt 40 Charts aufmacht mit je 500 Tagen Historie, dann braucht man halt schon einen relativ flotten Computer. Ja. Und es ist halt sehr unterschiedlich. Ja. Manche Kunden haben relativ langsame Rechner und die merken dann eh, wenn es zu viel ist für einen Rechner. Ja. Ich vergleiche das gern mit einem Computerspiel. Ich kann halt kein aktuelles Computerspiel mit einem 6 Jahre alten Computer in der gleichen Qualität spielen wie mit einem neuen. Ja. Und es verhält sich im Prinzip bei allen Dingen, die berechnet werden am Computer gleich. Ich hoffe, das war so einigermaßen verständlich. Ja, die nächste Frage vom Nils, können für mehrere Monitor ein Workspace gespeichert werden? Natürlich, ja, es geht in Wirklichkeit noch besser. Es ist in Wirklichkeit so, ihr seht jetzt nur einen Monitor hier, ja. Man richtet sich den Chart ein, man richtet sich die Module ein und so weiter und so fort. Alles wie es ist, hat dann auch noch die Möglichkeit, mit Layouts den gesamten Workspace zu switchen von einem Instrument zum anderen. Und der wird natürlich
auch mit abgespeichert in den Workspaces. Das heißt, wenn man Atlas startet, ja, und man hat sich seinen Workspace auf mehreren Monitoren eingerichtet oder man hat verschiedene Workspaces für verschiedene Anforderungen, dann kann man die natürlich blitzschnell laden. Ja. Weil wir gerade beim Thema sind, es hat vereinzelt Probleme bei Kunden gegeben, eben genau bei diesen. Die haben 3, 4 Monitore und haben einige Charts offen, Smart Home, Tapes etc. etc. Und es hat ein Problem gegeben, dass sich eben die Position nicht gemerkt wurde. Das heißt, Fenster waren verschoben, Fenster waren minimiert. Und das ist eben normalerweise jetzt bei dieser neuen Version gefixt. Die geht jetzt dann bald zu euch raus. Ja, also das waren ganz vereinzelt, meistens mit verschiedenen großen Monitoren, mit verschiedenen Grafikkarten. Also es gibt auch Kunden, die haben 3 Grafikkarten von 3 verschiedenen Herstellern installiert. Da wird es dann kompliziert und das haben wir jetzt behoben. Ja, das war mal zu diesem Thema. So. Die Frage vom Ralf verstehe ich nicht. Wird es irgendwann auch eine Demo-Version geben? Demo-Version gibt es. Ja, also Demo-Version gibt es und es gibt auch ein dauerhaftes Demo-Konto. Das heißt, mit Atlas hat jeder die Möglichkeit, ständig in einem Demo-Konto zu handeln, bis er sich eben ganz sicher ist, was er tut, bis er die Plattform kennengelernt hat oder er ist in etwaiger Ausbildung und fühlt sich eben noch nicht sicher. Dann kann natürlich so viel und so oft und so lange in einer Demo-Umgebung gehandelt werden. Ja. Das Einzige, was Atlas immer benötigt, ist einen Datenfeed. Ja, Atlas kann dir nur das darstellen, was es eben von der Börse bekommt. Zu dem Thema Datenfeed kommen wir später noch einmal. So, der Marc fragt, tolle Features, kann das 3-stufige Smart Tape als Template gespeichert werden? Nein, du kannst das einzelne Smart Tape, das du dir konfiguriert hast, eben als Template gespeichert werden. Ja? Aber die 3 ineinander verschachtelten Fenster, dass das zu einem Fenster wird, das wird mit im Workspace gespeichert. Ja? Das ist dann im Workspace vorhanden und das passt soweit. Genau, das permanente Demo-Konto ist der SIM-Account. Also jeder Atlas-Nutzer hat hier eben die Möglichkeit, ich ziehe das jetzt vor der Konfigurierung her, Datenfeeds, Broker-Konten und eben SIM-Accounts hinzuzufügen. Für FX-Flat-Kunden ist es natürlich so, die müssen zuerst den MetaTrader 5 von FX-Flat installiert haben, bevor sie Atlas installieren. Ja, das ist ganz wichtig. Und man muss ja eben dafür Sorge tragen, dass Atlas Daten bekommt. Und in diesem Fall bekommt es Daten von FX-Flat. Und dass das funktioniert, muss eben der MetaTrader 5 mit Atlas verbunden werden. Und das ist eigentlich ganz einfach. Da geht man eben auf Feeds und Connections, sucht sich hier den MT5 raus. Sucht sich hier das MT5 Broker-Konto raus, das supported ist und das war's. Ja. Vorher muss eben hier mit diesem Button noch Install MT5 Expert Files, das heißt der Expert Advisor für den MetaTrader wird direkt in das richtige Verzeichnis installiert und der Expert Advisor wird im MetaTrader 5 einfach auf einen Future Chart gezogen und somit kann Atlas und MetaTrader 5 kommunizieren. Das ist ganz einfach. Wenn man das erledigt hat und man braucht ein Demo-Konto, gibt es hier eben Atlas SIM. Ja, Atlas SIM, den fügt man hinzu und dann hat man den auch schon in der Auswahlliste zu den Accounts. Das schauen wir uns dann gleich an. Hier kann man noch schauen, man kann hier Connections löschen, man kann hier in die Connection-Einstellungen rein, man kann sie verbinden und disconnecten. Man kann ihm sagen, ob er automatisch beim Atlas-Start connecten soll oder ob man das lieber manuell macht. Und man kann natürlich auch sagen, ob er Marktdaten liefert. So, jetzt wird es wieder kompliziert. Warum ist das so? Weil es Datenfeed-Anbieter gibt,
die nur Datenfeeds liefern, ohne Trading-Konto. Dann gibt es von der Broker-Seite her, die liefern Broker-Konto und Datenfeed. Ja. Und es gibt auch zum Beispiel eine Lösung, wo man sagt, na gut, ich bin bei dem Broker, möchte aber den Datenfeed von einem anderen haben. Ja. Dann verbindet man sich eben den Account ohne Datenfeed und den Datenfeed mit Datenfeed. So, ja, damit man im Prinzip in sein, damit man hier kreuzweise verfahren kann, damit man eben mit anderen Datenfeeds in andere Konten handeln kann. So, ganz vereinfacht ausgedrückt. Hat man das eben dann hinzugefügt, sieht man in seinem Chart, im Trading Panel sieht man dann eben die Demo-Accounts. Ja, das heißt, Atlas Sim Demo-Account und dann wählt man sich hier den Account aus, in den man handeln möchte. Ganz wichtig. Kann man eben zwischen Live und Demo switchen. Das habe ich jetzt ein bisschen vorgezogen. Ich hoffe, das passt. Dann gehen wir hier weiter im Hauptmenü. Die News-Sektion ist im Prinzip ganz einfach erklärt. Das ist ein RSS-Reader. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit von diversen Webseiten und News-Anbietern eben diesen Link hier einzupflegen und man bekommt eben dann ad hoc die Nachrichten rein. Das ist die einzige Lösung, die kostenfrei Sinn macht. Ja, es gibt Datenfeeds bzw. Newsfeeds, die sind wieder kostenpflichtig. Wir haben euch hier die Möglichkeit gegeben von Bloomberg, CNBC, MarketWatch, DailyFix, Reuters. Man kann hier eben ganz leicht die Webseiten hinzufügen mit dem RSS-Feed und hat man dann immer von diesen Webseiten die neuesten Nachrichten hier drinnen. Ja, das war eigentlich, man kann sich hier neu einstellen, in welcher Periode das geupdatet wird. Ja, ob das alle Minuten ist oder alle 10 Minuten, dann hat man eben direkt hier die News, die Headlines und kann dann direkt auf den Artikel springen. Hier hat man noch den manuellen Refresh-Button. Ja, also ganz frisch reinkommen, das ist natürlich nicht Lokalzeit, ist reinkommen, dass es sehr volatil ist heute. Na, Überraschung. Gut, zum nächsten sind Alarme. Ja, also ein Atlas kann überall, ob es im Smart Tape, im Dom, ob es im Chart, bei Zeichenobjekten etc. pp., ob du da kannst du überall Alarme setzen. Ja, und der Alarme hier ist eben die Alarmzentrale, sagen wir's, benennen wir es mal so. Da werden hier pro Instrument Zeit und Layout und Nachricht werden hier alle Alarme rausgeplottet. Wir könnten ja einen triggern schnell. Ja. Das heißt, ich male hier eine Linie schnell, eine horizontale, gibt der horizontalen Linie einen Alarm. Ja. Dann schieben wir die mal dahin und hoffen, dass sie getriggert wird. So, Alarm ist da. Dann spielt es einen Ton ab. Ja, und hier bekomme ich eben die Information, Instrument, Zeit, Layout und Annäherungsfilter. Ja. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, einen Annäherungsfilter zu vergeben. Das heißt, Alarm löst nicht direkt am Preis aus, sondern 3 Ticks vorher. Das kann man sich selbst setzen, wie man es möchte. Und dann bekommt man eben hier den Alarm und kann eben mit diesem Button aus der Alarmzentrale dann direkt auf den Chart, auf das Window springen, wo eben dieser Alarm vorgekommen ist. Zusätzlich zum Sound, den man ein- und ausschalten kann, gibt es eben noch das Floating Window. Ihr kennt es von Windows 10, wenn dann im rechten unteren Bereich, ich schalte es mal ein, schon einmal, ob mich der Vorführeffekt nicht killt. Ja, eh am falschen Monitor. Man hat eben unten hier eine kleine Box, die eben dann benachrichtigt, dass der Alarm stattgefunden hat. Das ist bei mir jetzt am Hauptbildschirm, deswegen seht ihr es hier nicht. Ja. Kann man eben Sounds ausschalten. Dieses Floating Window, wenn man mit sehr vielen Alarmen arbeitet, ist da alles voll. Ja. Also werden nicht alle brauchen, lasst sich hier deaktivieren. Und hier kann man natürlich die ganze Liste dann clearen, ja, dass man Ruhe hat. Und man hat natürlich zusätzlich die Möglichkeit, sich die Alarme auf das Handy via Telegram schicken zu lassen. Hier muss man eben nur den Registrierungsprozess durchfahren und sich beim Bot die Chat-ID holen, die tragt man dann ein, dann kriegt ihr diese Nachrichten halt auf Telegram. Und das Gleiche ist hier auch. Ja. Ihr könnt hier euch den Server eingeben, einen Mail-Server, Login-Passwort, ob er SSL hat oder nicht.
einschalten. Man kann einen Testalarm schicken auf Telegram und auf E-Mail und testen, ob das wohl funktioniert. Dann bekommt ihr alles, was an Alarmen durchgeht, auch aufs Handy. Grundsätzlich eine gute Sache, aber ihr könnt auch sehr schnell zu Problemen kommen, wenn ihr zum Beispiel mit dem Cluster Search oder mit dem Smart Tape, das ist also ein typisches Ding, ein Smart Tape arbeitet und sagt, ihr möchtet halt zum Beispiel einem S&P 500 bei einem Print, der größer ist wie 5 Lots, einen Alarm bekommen. Dann wird euer E-Mail-Server höchstwahrscheinlich ein Problem kriegen, weil der kriegt dann 20, 30, 40 E-Mails in 2 Sekunden. Ja, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja, grundsätzlich ist das sowieso der Fall, wenn man eben die Alarme so setzt, wieder Beispiel Smart Tape, 1 oder 2 Kontrakte kann man ja auch machen, ja, dann spielt natürlich der Rechner sehr viele Sounddateien ab für den Alarm. Also das ist so der typische Fall, den es gibt. Ja. Grundsätzlich aufpassen bei so Sachen. Ja. Hier kommt man eben von oben in die Connections rein, wo die Datenfeeds und die Broker-Anbindungen stattfinden. Das gleiche geht eben hier unten auch in diesem Fenster. Hier hat man nochmal die Möglichkeit, dass man sich eben von den Server trennt, Historien-Server und einen anderen Server nimmt. Und hier sind wir schon bei Orders, Trades, Positionen, Strategien, Accounts, Logs und Statistik. Die sind jetzt alle blau umrahmt, das heißt, die sind hier unten drin. Ja, unter Logs sieht man, was im Logfile abgeht. Und das ist jetzt ganz wichtig für euch, falls ihr euch mal beim Support meldet. Ja, es muss nicht sein, dass ich dort bin. Ich bin oft dort. Aber der Support, wenn es Probleme gibt, fragt öfters dann nach den Logfiles. In Wirklichkeit ist das Logfile dieses, das alles mitschreibt, was seit dem Start von Atlas passiert ist. Nehmen wir an, ihr habt jetzt ein Problem, ja, und der Support-Agent fragt euch bitte das Logfile, er möchte sich das alles genau durchschauen, was passiert ist. Hier wird alles dokumentiert, ja. Alles, jeder Mausklick. Dann habt ihr eben die Möglichkeit, dass ihr hier auf dieses Symbol drückt, das Open Logs Folder. Ja. Da geht in Wirklichkeit, und ich verstecke da nur schnell ein bisschen Privatstuff, in Wirklichkeit dann dieses Fenster auf. Ja, der Pfad ist eben Dokumente Atlas Logs. Durch diesen Drücker hier kommt ihr direkt in diesen Ordner. Da sind alle Logfiles der letzten Tage gespeichert. Und welcher Tag was ist, sieht man hier. 12.10.2021, 9.10.2021 und so weiter und so fort. Ja, und das sind Textfiles. Ich werde nur schnell ein bisschen runter switchen. Und in diesen Textfiles befinden sich eben Informationen, die eben die Entwickler und die Supportagenten brauchen, um euch weiterhelfen zu können. Da steht nicht nur drinnen, was ihr an RAM installiert habt, welche Grafikkarten das installiert sind und so weiter und so fort. Da steht dann auch alles drinnen, was passiert ist, was geladen worden ist und auch, wenn es Errors gibt, ob es irgendwo ein Problem gibt. Ja. Hier sehen wir zum Beispiel sehr schnell, ob ein Ausfall am Datenfeed gelegen hat, ja, oder lokal am Internet zum Beispiel. Ja. Also das hilft dem Support-Agent. Also das ist sehr wichtig, eben wenn man mit dem Support in Verbindung tritt, braucht man nicht bei jedem Fall. Ja. Aber wenn es irgendwas Komplizierteres ist, hilft dieser Button immens. Ja. Hier kann man eben noch dieses lokale Log, das man hier in der Plattform hat, eben noch Prioritäten setzen. Also man kann hier schauen, dass man nur Debug-Infos oder Warnings oder Errors, dass man da alles drinnen hat. Dann kann man sich das eben raussuchen. Ja, das ist eben für diese Geschichte. Und alles andere hier unten drinnen ist relativ schnell erklärt und selbsterklärend. Also man hat hier eben Orders, was ist ausgeführt worden, wie ist es ausgeführt worden, zu welcher Zeit ist es durchgegangen, was eine OCO-Order, hat man selber einen Kommentar hinzugefügt. Man kann sie hier natürlich auch direkt aus dem Menü löschen. Das gleiche gilt für Trades. Oh, dann gibt es da hier auch offene Positionen. Ja, so wie das in dem Fall. Und man kann diese Position auch hier direkt löschen, schließen. Ja, dann ist diese Position geschlossen. Hier hat man die Auflistung von den Accounts, die verbunden sind. In den Statistiken sieht man eben sämtliche Kennzahlen. Ja, wie viel profitable Tage, wie viel Lost Days, Trades total. Man hat noch ein Journal, das kann man sich alles exportieren in Excel. Das ist alles zum Exportieren. Und Equity-Kurve
Orders und so weiter und so fort. Muss ich kurz schauen, ob das in dieser Version der Fall ist oder ob ich es mir gerade gekillt habe. Nee, ist da. Und zwar, ja, Save to File. Also hat man hier auch die Möglichkeit, ja. Exportstatistik, jawohl. Möchte man im Prinzip, das ist auch noch wichtig für euch, wenn ihr auf euren Demokonto handelt, habt ihr hier die Konten, Demokonto, und hier könnt ihr das mit rechten Mausklick Reset Account, könnt ihr euch dann den Demo-Account wieder zurücksetzen auf, ich glaube, eingestellt am Server sind 100.000. Ja. Die 100.000 lassen sich nicht ändern, das sind immer 100.000 euer Test-Account. Und das Gleiche ist in Wirklichkeit auch mit der Statistik. Ja, die Statistik kann man auch Clear Database, dann kann man sich die Statistik auf 0 zurücksetzen. Ja, das sind jetzt mal die Hauptfenster. So, also die Frage von Marc ist beantwortet, ob das ein permanentes Demokonto ist. Ja, ist es. Der Andreas fragt, was es für Einschränkungen gibt am Demokonto. Die Atlas Demo-Version, die läuft, glaube ich, soweit ich informiert bin, 14 Tage. Ja, alle Funktionen sind offen. Ja, es gibt keine Einschränkungen außer die Historie. Du hast nur in der Demo-Version Möglichkeit, ich glaube, 7 oder 8 Tage Historie zu laden. Mehr geht nicht im Demo-Account. Und sonst ist es, glaube ich, volle Funktionalität. Also man kann sich alles anschauen, man kann alles testen, man kann schauen, ob Atlas für den Rechner lauffähig ist, ja, kommt drauf an, was man eben macht, und das kann man vorher alles testen, ja. Die Kosten für Level 2 Daten bei FX Flat wird Ihnen der Kollege dann erklären. Wenn wir nicht vergessen, müssen wir dann fragen. Das kann Soll ich nicht das eben kurz raussuchen? Ja, bitte. Das, ja, das wäre schön. Gibt es ja aufgeteilt in CMI, ne, also für die amerikanischen. Das sind die 30 Euro pro Monat, ne? Und die Eurex wären 20 Euro pro Monat. Kann man, es besteht die Möglichkeit, das erstattet zu bekommen, ne? Wenn man diese jeweiligen 30 Euro CMI mit Trades auf CMI Futures erwirtschaftet, dann kriegt man am Ende des Monats die 30 Euro Echtzeitkurse auch wieder direkt gutgeschrieben aufs Tradingkonto, ne? Also so ist der Ablauf. Okay. Da? Ah, ja, okay, ich bin da. Okay. Weiter geht's im Programm. Kannst du bitte die www-Adressen der News-Anbieter zeigen? Fragt der Marc. Das werde ich jetzt nicht machen, ja, weil sich jeder diese News-Adressen auf Google raussuchen kann. Ja, also man braucht nur suchen, zum Beispiel Bloomberg, RSS-Feed und so weiter und so fort. Also das findet man ganz schnell. Das ist absolut kein Aufwand. Ja. MarketWatch hat einen RSS-Feed, alle möglichen, also es gibt wirklich genügend Anbieter. Es hat sogar die Lokalzeitung wahrscheinlich einen RSS-Feed, weil ziemlich jeder, der einen Blog betreibt oder eine News-Seite hat, diese Informationen auch als RSS-Feed ablegt. Ja. Also einfach googeln, das ist überhaupt kein Thema. So, dann machen wir hier weiter im Programm. Das war jetzt eben die erste Seite. In der ersten Seite hat man eben alle Module und Connections, Alarme und News. Auf der zweiten Seite wird es dann schon interessanter. Dann sind wir bei den Settings. Hier hat man nicht nur die Möglichkeit, dass man, ich hoffe, das geht in der Alpha-Version, drückt mir die Daumen, das ganze Setting umstellt auf hoffentlich hell. Ja, tut sich schwer, funktioniert aber. Hell, dunkel. Na? Schalten wir wieder zurück. Ich bin eher der Fan vom Dunklen. Und auch die Sprachen verstellt. Ist auch selbsterklärend. Englisch, Russisch, Deutsch. Aber wichtig für euch ist eben, hier ist die Verwaltung von Workspaces, Layouts. Das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich das Wichtigste für euch. Weil wenn ihr euch den Workspace, das heißt eure Arbeitsumgebung eingerichtet habt, mit eurem Bipapo, was ihr so braucht, wird euch Atlas beim Schließen natürlich fragen, wollt ihr das speichern? Und ihr könnt einen Namen vergeben und das ist dann gespeichert. Um das Ganze zu verwalten, ist eben in den Settings des Workspaces drinnen. Da hat man alle möglichen Workspaces drin und kann auch natürlich Workspaces
laden, hinzufügen, wenn man den noch nicht gespeichert hat, speichern, löschen, umbenennen, ja, editieren, exportieren. Das heißt, ihr könnt in Wirklichkeit den Workspace, den ihr erstellt habt, euren Kollegen schicken. Ja, ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr zum Beispiel 4 Monitore habt auf euren Workspace und der Kollege hat nur einen Monitor, dann wird er anfangs die anderen Fenster nicht finden, weil die irgendwo stehen. Ja. Also die Koordinaten der Fenster wird natürlich an euer System angepasst. Ja. Aber man kann eben importieren und exportieren auch. Das heißt, man kann sich dann natürlich austauschen, was Workspaces betrifft. Das funktioniert übrigens mit den Templates genauso. Ja, sei es Smart Home, sei es Smart Tape, sei es Chart Templates, ist alles switchbar, speicherbar und austauschbar. Ja, also hier verwaltet ihr in Wirklichkeit eure Workspaces. Die sind eben diese, was beim Login-Fenster in der Liste dann aufgelistet sind, wo ihr dann aussuchen könnt. Ne? Bei den Layouts. Ich möchte es jetzt nicht zu kompliziert machen. Ich mache es jetzt ganz einfach. Ja. Ich mache jetzt einen zweichartigen Workspace. Ihr habt natürlich mehr Charts und Smart Home und tralala und hin und her. So. Das ist jetzt der S&P 500. Ja. Dann machen wir gleich eine zweite Funktion mit, wenn wir es haben. Ich habe hier den M5-Chart und hier von mir aus, was weiß ich, nehmen wir Stundenchart. Ja, das ist ja nur zu Demo-Zwecken jetzt. Also ich habe hier zwei Charts, ja, bin fertig mit meinem Workspace und jetzt habe ich die Möglichkeit, je nach Anwendung, dass ich sage, ich gruppiere das Ganze zusammen. Das heißt, wenn ich hier mein Symbol ändere, ändert sich das Symbol hier auch mit. Diese Gruppierung lässt sich natürlich mit dem Smart Tape, mit dem Smart Home und anderen Modulen und mit der Watchlist zum Beispiel auch kombinieren. Dann kann ich eben auf der Watchlist auf die Instrumente drücken. Das machen wir mal kurz, demomäßig. Machen wir die Watchlist mit dem FTAX, mit dem S&P 500, keine Ahnung, was hat noch alles offen. Egal, nehmen wir ein bisschen was. Ja. So, jetzt haben wir die Watchlist und wir sehen unsere Charts am Gruppe Rot. Wir geben dieser Watchlist auch Gruppe Rot, ja, und drücken hier auf FTAX. Dann ist der F-Tag schon drin und dann drücken wir auf S&P 500. Man sieht im Hintergrund, ich mache das weg, man sieht, es wechselt. Man kann hier, das ist einmal eine Möglichkeit, schnell durch Charts zu wechseln. Möglichkeit 1. Jetzt machen wir die Gruppierung weg. Und das machen wir auch weg. Wenn man aber möchte, dass sich nicht nur die Charts ändern, sondern meine Fensterposition, für das eine Setting brauche ich einen Dom, für das andere Setting brauche ich 14 Tapes und was der Teufel was ist, dann hat man die Möglichkeit, eben Layouts zu erstellen. So, was sind Layouts? Layouts sind ganze Workspaces. Das heißt, euer Workspace, den ihr erstellt habt, das ist ein Grundlayout. Und ich kann im Prinzip mehrere Layouts auf diesem Workspace erstellen. Machen wir das jetzt ganz schnell einmal. Okay, einen Moment. Ja, meinen zweiten Monitor. So, dann geht man auf Layouts und Einstellungen, dann bekommt man eben diesen Layout-Switcher. Und hier kann man eben verschiedene Layouts machen. Ich zeige euch das jetzt ganz schnell. Eines ist von mir aus S&P 500, den nennen wir schnell ES. Und den zweiten nennen wir FTAX von mir aus, ja, FTAX. So, gut, jetzt sind wir am FTAX-Layout, aber am FTAX-Layout ist ja nichts drinnen noch. Das heißt, das war unser S&P 500-Layout und das ist das FTAX-Layout. Jetzt können wir hergehen und sagen, okay, machen wir es ganz normal. Wir gehen aufs FTAX-Layout und machen, was weiß ich, einen Chart auf von FTAX. So, dann brauchen wir für den FTAX unbedingt von mir aus heute einen Dom. Machen wir einen Dom dazu auf. So, und das reicht jetzt für den FTAX. Das ist unsere FTAX-Arbeitsumgebung. Ja, und sagen, jetzt möchten wir aber zum S&P switchen, drücken wir auf S&P 500. Und für den S&P 500 brauchen wir von mir aus keinen Dom und machen wir, whatever, machen wir ein Smart Tape dazu. Ja, machen wir ein Smart Tape dazu. So, machen wir das Menü mal kurz weg. Dann ist das jetzt unsere Arbeitsgruppe, unser Workspace eben für den S&P 500 und wenn man rübergehen möchte und ein komplett anderes Setting herstellen möchte, drückt man auf FTAX und man hat die Arbeitsumgebung vom FTAX und alles, was vom S&P ist weg, ja, das ist im Hintergrund. Hat natürlich den Vorteil, dass ich hier eben ganz verschiedene Gruppierungen, Fenster, Module auf alle Monitore machen kann und dann blitzschnell eben zwischen diesen Arbeitsmasken wechseln kann.
Und beim Speichern des Workspaces werden eben diese Layouts, die im Workspace angelegt werden, alle mitgespeichert. Ja? Das heißt, ihr könnt euch da 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Layouts machen. Übertreibt es nicht, da sind wir wieder bei der Performance. Je nach Rechner, also aufpassen. Und dann kann man eben durchswitchen. Ja? Also es ist sehr intuitiv, das Ganze. Ja, wenn man das Ganze ein bisschen kleiner halten möchte und eben nicht mit Layouts arbeitet oder nur mit einem Monitor arbeitet, hat man auch die zusätzliche Möglichkeit, dass man eben Charts ineinander verschachtelt. Das macht man auch schnell. Du nimmst einen Chart und ziehst ihn über den anderen Chart, dann kommt eben dieser Auswahl-Button hier in der Mitte und dann kann man eben sagen, möchte ich es links, rechts, oben oder unten andocken. So habe ich im Prinzip meine drei Smart Tapes vom Anfang des Webinars, ich klone das jetzt schnell, gemacht. Ja. Ich habe mir drei Smart Tapes gemacht und habe die im Prinzip untereinander, ineinander verschachtelt zu einem Fenster und habe dann eben so meine drei Smart Tapes. Ja. Ich kann jetzt aber auch diese Gruppe von drei Smart Tapes hier rechts in den Chart verschachteln. Ja, ist alles möglich. Ja. Und ich kann auch diesen verschachtelten Chart in die Mitte hier zum Beispiel reinziehen. Ja. Dann ist es so, wie du es aus dem MetaTrader kennst. Ich glaube, das ist noch so, weil ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Dann kann man eben hier unten durchswitchen. Ja. Die Charts, alles was man da rein. Und wenn man den Chart hier raus haben möchte, dann zieht man einfach unten den Chart raus. Dann hat man wieder Fenster. Das einmal schnell zu diesen ganzen flexiblen Dingen, die man eben in Atlas machen kann. Also da sind keine Grenzen gesetzt, was eben den Arbeitsbereich angeht, dass man den eben so flexibel wie möglich machen kann. Gut, weiter im Programm. Das waren eben jetzt die Settings, Workspaces, Layouts, hell, dunkel und Sprachen. Hier fliegen wir nur ganz schnell drüber. Sound Settings ist selbsterklärend. Man kann eben hier die Soundfiles editieren, ja, die abgespielt werden, wenn bestimmte Sachen vorkommen. Das gleiche mit Hotkeys. Alle wichtigen Funktionen lassen sich mit Hotkeys belegen. Das heißt, man kann auch ganz blitzschnell über die Tastatur handeln oder whatever. Ja, ist alles möglich. In den Exchange Settings habt ihr als Kunde im Normalfall nichts verloren. Hier kann man mehr kaputt machen als wie editieren. Ja. Diese Datenbank von allen Börsen und Instrumenten würde ich nicht angreifen. Es bringt auch nichts. Ja. Das ist echt nur, wenn man was hinzufügen möchte, wenn man sie wirklich auskennt und wo man auch weiß, was man tut. Sollte man hier einen Fehler machen, gibt es hier, das ist hier in der Alpha-Version noch nicht drin, einen kleinen Button mit so einem Pfeil. Ja, da kann man dann Reset to Default machen und dann kriegt man eben diese ganzen Daten wieder vom Server. Ja. Was für euch wichtig ist, sind die Time Zones. Das ist wichtig. Ja. Hier in den Time Zones, Moment, ich hole einen Chart vor, damit man das wieder ein bisschen genauer sehen. Ich mache den Chart leer. Und dann gehen wir runter auf eine Minute von mir aus. So, gehen wir auf eine Minute runter. So, jetzt ist hier bei mir 18.47 Uhr, 18.48 Uhr. Das kommt jetzt eben ganz drauf an, wo man ist, ja, auf der Welt. Ob man gerne die Lokalzeit hat oder eben die Börsenzeit. Das ist eben ganz unterschiedlich. Manchmal mag so, manchmal so. Und dann hat man hier eben die Möglichkeit, dass man hier per Börse oder per Symbol, wir suchen uns hier schnell den S&P 500. Tue immer ein bisschen schwer. Gut. Moment. Da haben wir schon was. Das ist ja nicht. Kann ja nicht so viel sein. Zu viele Symbole schon. Ja. Egal. Machen wir es bei der CME. CME. Hier kann man eben einstellen, in dem Fall hat man hier zwei Möglichkeiten. Entweder man drückt hier auf den Button, dann hat man eben die Lokalzeit. Ja. Oder man verschiebt das hier um Stunden. Wenn ich jetzt eben nochmal zwei Stunden hinzufüge, dann bin ich auf plus 4. Dann habe ich hier jetzt 20.48 Uhr. Ja, wenn ich das wieder zurückstelle auf plus 2, dann bin ich wieder
bei 18.48 Uhr, 49. Also hier kann man sich, das hat nichts mit der Berechnung des Volumenprofils zu tun, das ist nur die Ansicht des Charts, die Zeit des Charts, damit die Zeit mit euren Präferenzen zusammenpasst, so wie es ihr gerne haben möchtet. Ja, das sind die Timezones. Kann für jedes Symbol und für jede Börse separat eingestellt werden. Hier könnt ihr euch die Commissions reinschreiben, auch wieder für jedes Symbol. Ja, ihr könnt hier eben, je nachdem, was ihr für Roundturn-Gebühren habt, könnt ihr die hier eintragen, damit die in der Statistik und in der Auswertung auch berücksichtigt werden. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die Common Settings. Die Common Settings ist im Prinzip, sind die meisten Sachen auch irrelevant. Ja, hier könnte man die prozentuale Aufteilung der Value Area verändern von den 70%, was Standard sind. Ja, hier kann man auch wählen, ob der Continuous Contract, wenn man hier das Profil für das gesamte Profil nimmt, für den Continuous Contract, ob er dir nur den Current Contract an, damit man den Contract Volumenprofil hat, ja, oder man kann das hier umstellen, dass er All Period macht. Das heißt, im Continuous Contract wäre das dann das Volumenprofil für alle, die aneinandergereiht sind. Ja. Sprich, machen wir das geschwind, damit wir es auch gesehen haben. Wenn ich hier ein Volumenprofil einzeichne, ja, und ich vergebe, jetzt sind wir am Continuous und ich möchte eben den Kontrakt haben, dann macht er mir hier eben den letzten Kontrakt, der läuft, eben der Z1. Und wenn ich das auf All Period schalte, dann würde er mir den kompletten Volumen, die Volumenverteilung von allen aneinandergereihten Kontrakten im Continuous-Kontrakt zeigen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Also das ist diese Option, Current Contract und All Period. Das ist die Anzahl der Kerzen, die maximal dargestellt werden. Ja, das ist eben wieder so eine Schraube, wo man drehen kann, wenn es um Performance geht. Ja. Hier ist die Render Engine drinnen, das ist Software rendern und Hardware rendern. Es wird, ist Standard eingestellt, Direct 2D, ist auch zu präferieren, weil hier eben die Hardwarebeschleunigung zum Treffen kommt. Mit Debug-Info, wenn man das anhakt, hat man hier im linken Chart für die Entwickler einfach nur Informationen, wie viele Objekte gezeichnet sind und so weiter und so fort. Kann man hier an- und ausschalten. Hier ist es interessant für den einen oder anderen. Standardmäßig ist hier Auto eingestellt. Atlas nimmt sich die Grafikkarten mit den meisten Videoram automatisch. Hat man zum Beispiel zwei Grafikkarten mit gleich viel Videoram, aber eine ist schlechter wie die andere, kann man hier noch die bessere in der Liste auswählen. Ja. Hier ist das Datenbank-Backup, ja, Periode und wie viele Tage. Und hier ist noch die Markttiefe zum Einstellen. Ja. Also je nach Datenanbieter kann man eben sehr viel Markttiefe haben oder sehr wenig. Und viel Markttiefe bedeutet aber im Gegenzug auch Rechenleistung. Mit 0 ist die gesamte Markttiefe verfügbar und die kann man eben hier limitieren, indem man eine Zahl eingibt. Zeige ich euch gleich wegen Markttiefe. Und der letzte Button hier ist Clear Cache. Sollte man mit der Historie Probleme haben, zu viel Historie geladen haben, hier kann man den kompletten Cache leeren. Ja, das ist quasi wie den Verlauf im Internet Explorer zu löschen. Cache leeren. So. Schauen, ob man das gleich übernimmt. Ja, hat er mal übernommen. Also hier seht ihr die Markttiefe vom S&P 500. Wir sprechen hier von 400 Ticks pro Seite bei diesem Feed-Anbieter. 400 Ticks, ja. Und hier kann man dann eben, das zeige ich euch, einstellen. Kein Mensch braucht 400 Ticks im Normalfall. Ich möchte nur die nächsten 50 Preise sehen. Zum Beispiel, dann gebe ich hier 50 ein. Und dann habe ich eben hier die Markttiefe von 50 Preisen. Ja, das kann man sich hier einstellen. Somit wären wir da jetzt dann mit dem Hauptmenü und ein kurzes Einführungsvideo fertig. Und ich zeige euch noch, was wir jetzt gemacht haben. Machen wir das weg. Weil ein paar Kundenfragen gekommen sind. Wie lässt sich die verschiedenen Sessions zum Beispiel mit Volumenprofilen darstellen? Ich habe das kurz vorbereitet hier. So, ich hoffe, das kann jeder einigermaßen gut sehen. Ich mache es ein bisschen kleiner.
Wir haben hier immer einen kompletten Trading-Tag, der fängt eben um 0 Uhr an und hört um 22.55 Uhr bei mir hier auf. Und ich habe das hier gesplittet eben in Vormittag und US-Handel. Wie macht man das? Das war eben so eine Frage, die öfters gekommen ist von Kunden. Und in Wirklichkeit ist es ganz einfach. Unter Indikatoren macht man zweimal das Profil rein und vergibt eine Custom-Zeit. Das heißt, das erste Profil geht von 0 bis 15:30 und das zweite Profil geht von 15:30 bis zu Schluss. Und das ist eben hier diese Option Custom. Dann kann man eben den Profilen Zeiten vergeben, wann sie anfangen und aufhören sollten zu rechnen. Ja, was ich noch gemacht habe, ich habe hier noch die Farbe verändert, damit man ein bisschen einen Unterschied jetzt zum Herzeigen sieht für euch. Ist im Prinzip relativ schnell gemacht und das ist eben der große Vorteil. Man kann eben so viele Profile hinzufügen, wie man möchte. Man kann sich auch hier noch, wie man es braucht, eben die Fixed DPO Profiles hinzufügen. Auch so viel man möchte. Man kann sie links stellen, rechts stellen, links einklappen, rechts einklappen, nach rechts schauen lassen, nach links schauen lassen. Also es gibt da, quasi fast keine Limitierungen mehr mittlerweile. Ja. Gut. Das wäre mal diese Frage. Ich hoffe, die ist jetzt einfach beantwortet. Die zweite Frage, zwecks den TPO-Charts, die wir hier haben. Voriges Webinar habe ich es euch, glaube ich, noch versprochen, dass man eben per Tastendruck splitten kann. Das ist mittlerweile implementiert worden für euch. Das heißt, wenn ich jetzt auf S drücke auf meiner Tastatur, passiert gar nichts. Wenn ich drüber fahre mit der Maus, wird das gesplittet, das gesplittet, das gesplittet. Das heißt, jetzt kann man mit Shortcut individuell einzelne Profile splitten. Das war eine Anforderung, das haben sich sehr viele gewünscht für euch und das haben wir dann relativ flott implementiert. Ja, was wir hier noch sehen, es ist eben Standard TPO mit der Tageskerze und mit der Initial Balance. Das ist eben im Prinzip auch wieder der TPO, ein Profile-Indikator, der auf TPO gestellt ist. Ja, im Profil schaut es dann so aus, ist auf TPO gestellt. Könnte man auch TPO and Profile machen. Und von mir aus, so kennen es einige von euch. Und ja, das wäre eben das Feature Nummer 2, das, was wir jetzt eingebaut haben. Was mich noch erreicht hat an Frage, gibt es jetzt endlich die COD-Daten? Ja, die gibt es. Und die sind alle frei für euch. Das heißt auch wieder unter Indikatoren, Open Interest, Net Positions und Index. Vom COD-Index haben wir zwei Berechnungsmethoden, einmal laut Williams und einmal klassisch, wie es an jeder braucht. Und ja, das ist im Prinzip jetzt alles in der Plattform vorhanden. Man kann auch hier den Index auf nicht nur Commercial rechnen lassen, sondern auf die anderen auch. Also man ist da auch relativ flexibel mittlerweile. Ja. Wird noch, wir haben da einen Experten sitzen, wird noch erweitert. Ich weiß nicht genau, was der macht, aber sie wollen COD-datenmäßig noch einiges bringen und natürlich auch ohne Aufpreis für alle. Ja. Man sieht hier im Indikator, wann die letzten Daten reinkommen sind. Ja. Die kommen einmal die Woche und da sieht man, wann das letzte Update war. Das war zum Thema COD für euch. Und dann haben wir hier noch dieses Thema, weil es auch oft gefragt wird, wie man denn so eine Heatmap macht. Und da muss ich sagen, es gibt kein Rezept, wie man eine Heatmap macht, weil es für jeden halt natürlich anders ist, wie er es braucht. Ja, also ich kenne Leute, die verwenden die Heatmap am 10 Sekunden Candle Chart. Es gibt Leute, die verwenden das so wie hier am Tick-Chart, also wirklich sehr nahe am Markt. Und hier sieht man halt in Echtzeit, wo wie viele Limit-Order drin sind. Das macht der Indikator Dome-Levels, der macht mir die Heatmap. Die numerische Auflistung hier von den Limit-Orders, die im Buch sind, macht mir hier Depth of Market. Das ist im Prinzip wieder so eine Sache, Sandbox-Geschichte. Einfach einen Indikator zweckentfremden, ja. Also standardmäßig ist ja der Moment, schaut ja der so aus. Das ist der Standardindikator hier auf der rechten Seite, ja. Ist für das Setting jetzt so nicht zu gebrauchen, ja.
und kannst im Prinzip sagen, ich möchte das Rot nicht, das soll transparent sein, ich möchte das Grün nicht, das soll transparent sein. Und dann gehen wir im Prinzip rein um 80 und dann haben wir nur die Zahlen hier drin. Also so kann man sich natürlich sämtliche Indikatoren und Tools nach eigenem Ermessen einstellen. Ja. Und der DOM Levels Indikator an sich selbst hat eben verschiedene Heatmaps, ja, Farbgebungen, die man sich eben hier grund einstellen kann, von farbenblind bis normaler Heatmap. Und hier kann man eben parametrieren, ja, je nach Instrument. Ich habe da den Crude Oil geladen, ja, je nach Instrument ist ja nicht alles viel und alles wenig. Wann ist was viel? Jetzt zur Zeit am S&P 500 sind 300, 400 viel im Orderbuch. Hier kann man eben mit diesem Schieberegler sich einstellen, wann das Ganze interessant wird, und kann man natürlich auch andere Sachen ausblenden. Ja, das kann man mit dem Schieberegler machen. Und Atlas adjustiert sich dann am durchschnittlichen Orderbuchvolumen nach. Das heißt, es kann dann einen Switch machen, damit dann immer die vordefinierte Größe so gut wie möglich groß bleibt. Was jetzt eben passiert ist. Ja. Also das ist jetzt alles nicht groß. Und wenn man das, ich stelle das kurz zurück auf Standard. Und wenn man aber weiß, zum Beispiel am F-DAX, ich weiß, dass 30 im Orderbuch relativ viel sind oder whatever, dann kann man das hier überschreiben manuell und kann man sagen, okay, jetzt im Crude Oil, ich weiß, dass im Crude Oil, was weiß ich, 60 viel sind, ja, dann habe ich hier eben meinen Filter blau-rot und überall, wo größer wie 60 im Orderbuch drinnen sind, übermalt ihr mir das in dieser Farbe. Das kann man natürlich auch in jeder Farbe, kann ja auch grün machen, whatever. Ja. Hier hat man eben die Möglichkeit, das zu machen. Man kann sich auch das auch von den Farben so einstellen, wie es eben passt. Ja. Also es heißt nicht, dass man das jetzt da so machen muss. Man kann es schwarz-weiß, man kann es in der Heatmap und so weiter und so fort. Und du hast die Möglichkeit auch, die Liniendicke auch noch anzupassen. Das heißt, es ändert sich hier nicht nur die Farbe. Jetzt machen wir das mal kurz weg, damit wir was sehen. Es ändert sich nicht nur die Farbe, es ändert sich auch die Höhe. Schauen wir da ein bisschen tiefer rein in das Ganze. Also wie man hier sieht, es ändert sich die Dicke der Linie. Ja. Und je nachdem, wo man drüber fährt mit der Maus, sieht man genau 70, 69, 70, 69, bumm, Nummer 20. Ja, und das kann man sich eben so relativ genau anschauen. Ist rechenintensiv, aufpassen. Ja. Also für neuere Rechner ist es an und für sich kein Problem. Und man kann sich das auch noch, das zeige ich auch noch ganz schnell, man kann die extenden. Das heißt, man hat hier auf der rechten Seite auch noch die Änderungen farblich vom gesamten Orderbuch, wie sich das verhaltet. Ja. Und was noch ein gutes Feature ist, ist Show Last Limits. Das kann ich euch, ich gehe schneller mal in Gold. Ich glaube, da habe ich nicht so viel mehr aktive. Ja, so. Jetzt sind wir ins Gold gesprungen. Jetzt müssen wir natürlich den Indikator umstellen. Ja. Egal. So. So. Gut. Jetzt haben wir natürlich ein Problem hier. Wir haben hier in Gold nicht so viel mehr aktive. Was tun wir jetzt? Ja. Also entweder einen anderen Datenfeed holen, natürlich, das würde ich machen. Aber wenn man keine andere Möglichkeit hat, so wie im FDAX auf der Eurex, die liefern halt nicht das ganze Orderbuch, das gibt es nicht. Dann hat man hier eben noch die Möglichkeit, dass Atlas für dich zumindest die Last Limits speichert. Das heißt, das werden wir uns jetzt gleich anschauen, sobald sich der Preis bewegt, er merkt sich zumindest, wenn sich der Preis wegbewegt, wo das letzte Order, also wie hoch die letzte Order drinnen war, die Gesamtorder. Ja. So kann man zumindest, wenn man zum Beispiel diese Order hier sieht und der Kurs läuft weg aus dem Orderbuch rauf, ich sehe nichts mehr, habe ich zumindest diesen noch drinnen gespeichert und sehe, ob am Rücklauf dieser Orange hier, ja, also das ist jetzt alles nur zu Demo-Zwecken, ne? Also keine Ahnung, ob 28 sind nicht viel, aber diese gelben hier zu Demo-Zwecken sieht man dann, wenn der Kurs zurückkommt, ob das noch da ist oder nicht. Hier sieht man es, die drei Preise, hier hat er sich gemerkt, weil er einfach zu tief unten war. Die merkt er sich jetzt auch. Das heißt, er speichert das Last Limit Order, er speichert die einfach ab. Okay.
Also das ist so eine Option, die ist hilfreich, wenn man nicht volle Orderbuchtiefe hat. Gut, das haben wir auch gehabt, das haben wir auch gehabt, das haben wir auch erledigt. Haben wir noch eine Sache, was ich euch nicht vorenthalten möchte, das ist eben der Standard-DOM. Hier sind nur zwei, drei Module hinzugekommen, die kennt ihr schon. Hier sehen wir die Änderungen im Orderbuch live, das heißt, man sieht in Echtzeit, ob was hinzugefügt oder abgezogen wird, also Pulling, Stacking. Kann man hier live sehen, kann man auch mit Filter versehen. Das heißt, ich kann hier das Rauschen noch rausnehmen und kann sagen, gut, mich interessiert jetzt nicht, ob einer eine Order dazu tut oder nicht. Mich interessiert es dann ab 5 oder so. Ja, dann macht man hier das Rauschen ein bisschen raus. Was hier passiert, und das ist ein kleines Preview, was ich euch gebe, es kommen neue Module hinzu. Im Smart Home, wie ihr wisst, ist gleich aufgebaut. Hier gibt es eben diese Module, ja, diese Module kann man sich eben hier reinladen, so wie Indikatoren. Ich lösche jetzt mal den gesamten DOM bis auf den Preis. Ah, weg, weg, weg. So, unser DOM ist voll modular und designbar. Das heißt, ich kann im Prinzip hinzufügen, was ich möchte und kann man das anpassen, wie ich es möchte. Es sind einige Templates dabei, wo man sich das alles anschauen kann. Ja. Kann ein Profil hinzufügen, das Profil kann ich verändern, was möchte ich haben, Tagesprofil und so weiter und so fort. Das ist alles modular. Und um auf den Punkt zu kommen, ich lade jetzt nur geschwind Basic Template, um auf den Punkt zu kommen, wir machen hier neue Module dazu. Was wird kommen? Es wird kommen ein Compact Bid Ask, das heißt, man hat in einer Spalte Bid und Ask gemeinsam. Ja, das heißt, hier wird dann einer frei sein und hier wird dann die Ask-Seite anfangen. Das heißt, ein Compact Bid Ask wird kommen und das gleiche wird auch für die Changes geben. Das heißt, dass man dann im Prinzip mit zwei Modulen die Bid Ask-Seite abdeckt und den Changes abdeckt. Was noch kommen wird, ist, man kann ja hier ein Volumenprofil hinzufügen. Ne? Und dann in dem Volumenprofil kann man eben sagen, Day, Last Day, Week und so weiter und so fort. Und hier haben wir noch ein Feature, dass das rein muss. Wir brauchen hier auch das Delta drin und das wird in Zukunft auch kommen. Ja, von dem her. Und was dazu gekommen ist, was vielleicht nicht alle wissen, ist LDQ. Kennen einige von euch. Hier sehe ich eben in Echtzeit den letzten Trade, der eben in den Bid oder in den Ask gehandelt worden ist. Ja. Brauchen einige zum Scalpen. Ja. War ein Wunsch von Kunden, haben wir hinzugefügt. Man sieht hier auch, ob es ein Down oder ein Uptick ist. Das wird dann eben farblich, wird farblich noch hervorgehoben. Ne? Und dann Profis sehen halt mit dem Tool anscheinend, wenn wenn Preise angetickt werden, wie sie angetickt werden und verhalten sich dann halt dementsprechend. Ne? Gut, von dem her würde ich sagen, sind wir relativ durch. Ich schaue noch, ob bei den Fragen was gibt. Irgendwas anderes Relevantes noch. So. Bei den Gruppierungen nach Farbe, ob eingezeichnete Linien gespeichert werden, nein, noch nicht. Das heißt, die Linien werden natürlich für den Chart eingespeichert. Ich weiß nicht, ob das schon released ist. Wenn ich einen Chart habe und ich zeichne Linien ein und wechsle das Instrument in dieser Chart-Instanz, dann wird das im Normalfall noch nicht drinnen sein. Schauen, ob die Kollegen das schon in Angriff genommen haben. Ich glaube nicht. Ja. Ich schaue, ob es hier in der Alpha-Version schon funktioniert. Das heißt, wir haben einen Chart, wir zeichnen ein Viereck ein, wir wechseln komplett das Instrument in einen anderen Chart. Ja, jetzt sind wir am F-DAX, jetzt gehen wir zurück am S&P. Ja, also hier in der Alpha-Version funktioniert schon. Ob es bei euch drinnen ist in der Stable oder in der Beta, kann ich jetzt so nicht sagen. Grundsätzlich war es nicht der Fall, dass Linien mitgespeichert worden sind. Und mittlerweile funktioniert das schon.
Ja. So. Ich glaube, wir sind relativ am Ende für heute. Ja. Ich habe nichts mehr für euch. Und wenn ich was anfange, dauert es noch lange. So, wenn es keine Fragen mehr gibt, übergebe ich wieder an den Host. Danke, danke, danke. Das war ja tatsächlich auch viel Input, ne? Ich habe versucht, langsam zu sprechen, Alles aber wenn ich gut, dann einmal drin alles gut. bin. Alles gut. Für die Teilnehmer war es ja auch gut. Sie bedanken sich ja auch schon alle. Genau, sagen alle Danke. Hast du das letzte jetzt gerade noch gesehen von 19:10 Uhr? Das mit der Exit-Strategie? Willst du da noch was zu sagen oder? Klaus berichtet über einen Bug in der Exit-Strategie. Bitte, lieber Klaus, verwende die Stable-Version. Ja. In der Beta-Version gibt es einen Bug, der genau das macht, was du schreibst. Ja. Also bitte grundsätzlich alle immer die Stable-Version verwenden. Sollte das weiterhin vorkommen, bitte am Support melden. Ja. Okay, das von Andreas, das passt jetzt nicht wirklich zum Webinar, aber das ist tatsächlich auch für Futures, was sie damit meinen. Das gilt auch dafür, für Termingeschäfte an sich. Gut, dann würde ich sagen, haben wir alles. Und ich danke natürlich den Teilnehmern, dass sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Haben jetzt 11 Minuten sogar länger gemacht als angesetzt, von daher super. Schöne Fragen gestellt. Michael, wie immer, super erklärt. Und von meiner Seite, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Passen Sie alle auf Ihre Positionen auf. Und Michael, vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Guten Abend, bye bye.